Wenigstens haben wir jetzt einen Hinweis, wo wir hin sollen. Das finde ich gut. Das war gut, dass wir mit der Frau geredet haben. Und das hat sich richtig gelohnt. So, Dankeschön für das Leben. Ich soll doch bestimmt hier nicht zum Strandhaus. Ganz bestimmt aber nicht. Oder soll ich hier rein? Ja, ich kann hier hin. Und wo ist hier wer? Aber Braddock, Albert Haynes hat mich nur gebeten, ihm bei ein paar Halbstarken zu Hilfe zu kommen. Halt's Maul, Pete. Wir haben euch Geschäftsinhaber im Distrikt alle gewarnt. Stellt euch nicht gegen uns. Aber Albert hat nie was davon gesagt, dass er gegen die Wildcats vorgehen will, Braddock. Zu spät, Pete. Zu spät. Braddock, nein. Oh, verdammt. Mist. Es ist der beschissene Bulle. Es ist der beschissene Bulle. Was wolltest du sagen? Ich habe gerade leider was weitergedrückt. Es tut mir leid. Zentrale? Ich habe gerade einen weiteren Mord entdeckt. Bei dem Opfer wurde eine Broschüre mit einer draufgekritzelten Adresse gefunden. Dancing Fool Nightclub. Hinweis Nummer 2 gefunden. 200 Punkte. Danke, 200 Punkte immer. Auch geil, wie die Lebenspakete sich da vereinen. Ich finde das süß. Aber tut mir leid, dass ich gerade da irgendwie eine Zwischensequenz weitergedrückt habe. Du hast ja auch eine Knarre. Warum? Ich freue mich ja, wenn ihr euch auch Knarren leisten könnt, aber müsst ihr die unbedingt auf mich anwenden? Hm? Muss das unbedingt sein? Guck, guck. Oh, oh. Oh, oh. Nein, 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 nein. Du tötest mich nicht. Du tötest mich nicht. Boah. Heftig. Ich dachte jetzt gerade echt, der tötet mich. So, gib mir noch deine Munition. Und dann möchte ich ganz gern das Leben haben, was hier liegt. Wenn es hier schon so schön vereint liegt, dann möchte ich es auch haben. Ja, hier kommen wir wahrscheinlich eh nie wieder hin. Dann nehmen wir das bisschen auch noch mit. War zwar Quatsch jetzt, aber egal. Mysteriöse Männer. Aha. Sind alle in der gleichen Richtung. Das freut mich. Oh. Den mysteriösen Mann, soll ich den verhaften, töten? Was soll ich mit ihm machen? Ich glaube, verhaften werde ich ihn nicht können. Ich glaube nicht. Soll ich dich töten? Verdorbene Hure von Union City. Weißt du denn nicht, dass der Meister diesen Ort dem Tod überantwortet hat? Ach ja, Blödmann? Was bist du, ein Prediger oder was? Prediger? Nein! Aber ich habe tatsächlich eine Botschaft für dich. Erzähl sie dem Richtertrottel. Du kommst mit mir mit. Schwacher, jämmerlicher, städtischer Abfall. Du weißt nichts von dem Zorn, den unsere Bruderschaft über diese Stadt bringen wird. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck. Ja. Also ganz ehrlich, ich spiele nochmal bis dahin und dann erschieße ich den Typen direkt, weil wir haben die Sequenz, was er sagen wollte, ja jetzt gehört. Wir sind wieder da und wir sind auch direkt wieder dabei, weil dieser Typ hier direkt auf uns zukommt. Da hinten kommt er. Wir haben uns seine Predigt schon wieder angehört. Könntest du... Nein, 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 nein. Du tötest mich nicht schon wieder. Boah. Mein Gott. Das musste jetzt auch alles relativ schnell gehen. Verdammt, wer waren diese widerlichen Kerle in den Anzügen? Bei den Waffen wette ich meinen Monatslohn, dass diese Typen für den Mord verantwortlich waren. Ja, dann verwette mal. Schön rot hier, lecker. Sehr lecker. Jetzt können wir in den Club gehen, das freut mich. Hä? Wo bist du? Ach, da hinten. Ich habe jetzt aber auch total viel nicht eingesammelt und sehr viele Wildcats noch nicht gestellt. Deswegen nehmt es mir nicht übel. Ja. Komm her, du. Du Schwein, lass das. Lässt du mal den Mann in Ruhe? Hallo? Mein Gott. So, jetzt möchte ich dich ver... Ich habe beide verhaftet. Die Härte. Ach. Na, komm her. Ach, Menno. Egal, wenigstens hat uns der weiße Mann nicht getötet oder der Mann im schwarzen Anzug. Das finde ich gut, dass der uns nicht getötet hat. Und jetzt können wir dann zum nächsten Hinweis marschieren, hoffe ich. Mal gucken, wo der ist. Der ist ja anscheinend in diesem Club. So, wo ist denn dieser Club? Na, lauf mal schön, Darcy. Ach, was willst du denn? Was willst du denn?
Das war's dann für dich, du Penner. Oh, du hast auch eine Knarre. Haha, jetzt nicht mehr. So, where is the club? Ich möchte auch tanzen gehen. Wo ist er denn, der Club? Muss man dafür irgendwie eine Eintrittskarte haben oder so? Ah, hier sind mir ein paar viele. Naja, mal gucken. Also der Club... Oh, fuck. Nimm mal Knarre. Na, du hast keine Knarre. Bleib hier. Warum laufen ihr alle weg? Warum lauft ihr alle weg? Du hast auch keine Knarre und da hinten steht auch noch einer. Den hole ich mir gerade noch, wenn wir schon mal dabei sind. Ich hoffe, du hast keine Knarre. Nö, hast du nicht. Da hinten steht auch noch einer. Och Mensch, ich will doch nur in den scheiß Club. So, dich holen wir uns auch noch, wenn du schon da stehst. Ach ja, den hatte ich ja bei der ersten Aufnahme schon gefasst, glaube ich. So, jetzt können wir zum Club. Ich will jetzt zum Club. Ich habe aber so das Gefühl, dass dieser Club oben ist, oder? Ja, hier ist die Tür. Darf ich nicht rein? Oh, dich habe ich ja jetzt gar nicht gesehen. Ich habe nur geguckt, ob da irgendwo eine Tür ist. Aber nein, hier ist keine Tür. Und tschüss, Talon. Der Boss sagt, wir mustern Nichtgläubige aus dem System aus. Und mit dir fangen wir an. Warum habt ihr alle der geile Akzent? Finde ich lustig, dass ihr alle habt diese Akzent. Oh, fuck. Darcy, du machst wieder denselben Fehler, den du immer machst. Nee, den Hinweis will ich noch nicht. Ich will mich erst mit dir rumprügeln. So. Du bist verhaftet, du Lusche. Zentrale, ich habe gerade einen Zettel bei der Leiche dieses toten Whitecats gefunden. Darauf steht, Clavus beim Baines Wahlplakat im Park treffen. Hinweis Nummer 3 gefunden. 200 Punkte. Super. Warum sagen die immer 200 Punkte? Wenn ich diese 200 Punkte ja auch wirklich mal kriegen würde, aber nein. Das ist wahrscheinlich nur so Verarsche. So, hört hier, 200 Punkte, du hast was gefunden. Sei stolz, Darcy. Warum läufst du hier mit Knarre rum und keiner tut was gegen dich? Wieso komm zurück, Darcy? Der ist doch noch da. Der ist doch noch da. So. Gib mir das bisschen Leben hier noch. Oder eher gesagt, das viele Leben für die bisschen Verletzung, für das bisschen Verletzung, was wir hatten. Ja, wir gehen jetzt einfach den Pfeilen nach. Ich bin ja froh, dass wir Pfeile haben. Du hast einen Notruf gemacht. Na, sind Sie also doch noch gekommen, hm? Ich war derjenige, der angerufen hat. Ja, worum geht's? Ich bin sicher, dass ich 2 oder 3 Typen auf meinem Dach habe herumkriechen hören. Haben Sie jemanden gesehen? Nein, verdammt! Dazu habe ich doch angerufen! Ist doch Ihr Job, darauf zu gehen und zu gucken, ob da wer ist! Nicht meiner! Ich werde der Sache nachgehen. Warum labern die alle so bescheuert? Ist sie eine von Ihnen? Ja? Hm? Nein, Clavus. Sie ist nur eine von den Schergen. Lass sie gehen. Aha. Ja, wie komme ich auf dieses wunderbare Dach? Na, den Bonus haben wir uns eben auch schon geholt. Wie komme ich hier auf das Dach? Oh, hi. Na, die weißen Männer, die beiden machen mir Angst, die da oben stehen. Die machen mir wirklich Angst. Ich hoffe, sie töten mich nicht wieder. Na, hier auf diese Kisten zu klettern, bringt rein gar nichts. Aber wir tun es trotzdem mal, weil hier liegt nämlich noch was. Kann ich euch von hier unten nicht schon erschießen? Guck mal da hoch, Darcy. Da stehen die Typen doch. Wie sie mich einfach beobachten und ich kann sie nicht erschießen. So eine Frechheit. Na, da springt sie so ja auch nicht hoch, oder? Nee, ich wollte gerade sagen, wäre auch zu schön gewesen. Die denken sich jetzt auch, was hat die Polizistin da gemacht? Dach, ja, wie komme ich denn aufs Dach? Ich will aufs Dach. Tja, wir laufen jetzt hier erstmal rum, Kamera. So, da waren wir ja. Man muss da ja irgendwie hochkommen. Auf dieses wunderschöne Dach. Na, hier möchte direkt wieder einer spielen. Wo bist du denn? Ach, da. Irgendwie spiele ich heute sehr hektisch. Kann das sein? Wenn ja, dann tut es mir leid. So,
Du bist auch tot. Ich will nur auf das Dach. Mehr will ich gar nicht. Ja, naja. Das ist auch wieder nur die Abkürzung. Jetzt bin ich trotzdem wieder hier. Wie kommt man denn hier auf das Dach? Bestimmt von hier oder so. Bestimmt irgendwie von hier. Guck mal hoch. Hoch, habe ich gesagt, nicht runter. Weil da sind die Typen. Oh, oh, oh. Oh, verdammt. Lass das. Komm her. Mein Gott. Idiot. Mach das nicht nochmal. Tja, das heißt, ich muss da jetzt irgendwie auf das Dach. Naja, müssen wir da nochmal hoch. Ich sag's dir, Mann. Wir Wildcats werden die ganze Stadt übernehmen. Denk dran, für wen du arbeitest, Bruder. Wir haben einen festen Plan für diese Entführungen in der Stadt. Ja, und ihr habt noch weiter geredet, obwohl ihr tot seid, oder tot wart. Das finde ich sehr interessant. Ja, man muss irgendwie auf das Dach kommen. Weil wir sind gar nicht so weit weg. So. Ist nur die Frage, ob das jetzt von hier was bringt. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Aber vielleicht ja schon. Weil umsonst kann man hier bestimmt nicht hoch. Du springst aber heute komisch, Darcy, und bewegst dich auch komisch. Ja. Wie komme ich denn da auf das Dach? Wie denn? Puh. Guck dich mal ein bisschen... Ja, das bringt aber alles nichts. Man müsste... Ja, das bringt alles nichts. Ich suche mal einen Weg auf das Dach. Ich schalte euch mal bis dahin wieder aus. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Weg gefunden, weil wir sind schon mal auf dem Dach. Also nicht auf dem Dach, wo wir hin sollen, aber schon sehr nah dran. Was gucktest du da gerade so depressiv nach unten? Ich weiß nicht, was du vorhattest. Oh oh. Verdammt. Tot, ja. Sehr tot sogar. Ach, da sind die zwei. Ihr wollt mich töten. Oh, verdammt. Ihr tötet mich nicht, das könnt ihr vergessen. Puh. Knapp. Das war heftig gerade. Jetzt waren wir ja doch schon auf dem richtigen Dach. Zentrale? Ich habe gerade eine Schießerei mit den gefährlichsten Schützen hinter mir, denen ich je begegnet bin. Beide männlich, beide trugen maßgeschneiderte schwarze Anzüge und waren mit einer Art Mini-Kanone als Handfeuerwaffe ausgestattet. Aber jetzt kommt's, Zentrale. Als ich die beiden erledigt hatte, wurde durch ihren Tod eine Art Sprengsatz ausgelöst. Was zum Teufel haben diese Typen mit den Wildcats zu tun? Ja, Darcy, du hast gerade auch sehr gut mit dir selbst geredet. Lag hier nicht noch gerade Leben? Ja, ich wollte es doch gerade sagen. So, das ist, glaube ich, der vorletzte Hinweis, den wir brauchen. Zentrale, ich musste soeben zwei von diesen schwarzen Anzügen umnieten. Ich habe eine Akte gefunden, auf die Clavus höchstpersönlich eigenhändig im Park abliefern, gekritzelt war. Ich werde den Park untersuchen. Hinweis Nummer 4 gefunden. 200 Punkte. Juhu, war das jetzt der letzte Hinweis, den wir gebraucht haben? Ich hoffe ja. Ja, und jetzt würde ich gern wieder vom Dach runter. Ha, ha, ha. Lustig. Wie komme ich denn hier vom Dach bitte wieder runter? Also erstmal muss ich wieder da runter springen. Ich müsste ja eigentlich wieder so hochkommen, wie ich auch... runter, so wie ich auch hochgekommen bin. Da liegt noch was. Eine Granate. Und da steht noch ein Wildcat auf der anderen Seite, wenn ihr ihn gesehen habt. Wie komme ich denn hier nochmal runter? Irgendwie? Ach ja, die Wand. Man kann an der Wand runterklettern. Und Darcy hangelt sich seitwärts. Das wusste ich auch noch nicht, dass Madame das kann. Runter, Darcy, nicht hoch. Runter. Ich glaube, da unten wartet schon jemand auf uns. Ach, sie klettert aber auch sehr bescheuert, muss ich ehrlich sagen. Sieht sehr lustig aus. So, jetzt darfst du hier gerne wieder runter, Darcy, und einfach gehen. Ah, hier unten möchte jemand Ärger direkt. Das stört mich nicht. Doch, weil du eine Knarre hast. Deswegen stört mich das. Gut. Aber du hast auch Leben für mich, deswegen verzeihe ich dir das. Jetzt müssen wir zum Park. Und ich hoffe, dann haben wir das Level endlich hinter uns. Wäre ja fies, wenn dann nochmal was käme. Das wäre dann richtig fies.
Aber ich würde es denen zutrauen. Jetzt wahrscheinlich nochmal 3 von diesen bekloppten Typen. Das würde ich denen auch zutrauen. Ach, da ist die Trulla mit ihrem Typen. Park. Warum seid ihr verdächtig? Was macht ihr da mit dem? Oder mit denen, eher gesagt. Was zum Teufel passiert hier? Wo ist Braddock? Vergesst Braddock. Die Stadt gehört jetzt uns. Ihr Jungs wart mal nützlich, aber jetzt schicken wir euch in Rente. Aber wir haben doch alles getan, was ihr Wildcats wolltet. Und jetzt das? Tut uns leid, ihr Sünder. Die Welt gehört jetzt uns und die Unwürdigen werden untergehen. Aber Braddock hat gesagt... Er hat gelogen. Trottel, kapierst du nicht? Du bist tot. Ja, dann, oh Gott, da kommen schon wieder 2 in den Anzügen. Die haben die Wildcats getötet. Stirb, du Idiot. Stirb. Puh, ihr habt mich nicht einmal getroffen. Finde ich gut. Oh, hi. Von hinten anschleichen, tut man sowas? Er kommt, explodiert mal. Ach, ihr immer mit eurer Explodiererei. Dass ihr euch da immer so viel Zeit beilasst. Krass, warum haben die Wildcats getötet? Zentrale? Ich habe mir gerade eine Schießerei mit ein paar harten Jungs in Anzügen geliefert. Das müssen externe Profis sein. Außerdem habe ich ein Videoband gefunden, auf dem Rathaus steht. Ich bringe es zur Untersuchung ins Polizeilabor. Na gut, das war's jetzt hoffentlich. War's das? Oder muss ich... Du hast es geschafft, Darcy. Du hast alle 5 Hinweise. Das wird den Ruf des UCPD in diesem Gebiet gewaltig aufpolieren. Den Mörder finden wir, darauf kannst du wetten. Ja gut, und ich habe gerade noch beim Levelausgang noch einen getötet. Also, Kriminelle getötet 24, verhaftet 25, auf der Flucht 18, Bonus gefunden 1, Bonus nicht gefunden 12, Zeit 22, 12.